Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Beate Balog. Das sei eine der wichtigsten Generaldirektionen in der EU und eine geeignetere Person als László Trócsányim hätte Ursula von der Leyen dafür nicht finden können. Dies erklärte der Analyst des Instituts Nézőpont beim M1. Erik Tóth sagte, dass die ungarische Regierung auch zum Ziel hatte, ein wichtiges Ressort zu bekommen. Politische Fragen bezüglich der EU-Erweiterung werden in den kommenden 5 Jahren wieder in den Vordergrund treten. Dies bedeutet auch, dass Ursula von der Leyen für diese Aufgaben einen Kandidaten finden und benennen musste, der sich für diese Themen glaubhaft und kompetent einsetzen kann. Es steht außer Zweifel, dass László Trócsányi so ein geeigneter Kandidat ist. Eines der Hauptziele von Viktor Orbán ist, dass Ungarn nie diejenigen Liberalen von der Politik gemachten Problemen begegnen müsse, die die westlichen Gesellschaften zerrütten. Darüber hat die amerikanische Zeitung The American Conservative geschrieben. Der Autor nahm letzte Woche in Budapest an der Konferenz für christliche Journalisten teil und traf sich auch mit Viktor Orbán. Rod Dreher zitierte im Beitrag die Worte des Ministerpräsidenten. Er schrieb, seit 2014 erfülle Viktor Orbán die Mission der Äußerungsfreiheit und weil es ihm bewusst geworden sei, dass er der einzige freie Mensch unter den europäischen Ministerpräsidenten sei. Hinter ihm stehe nämlich ein starkes, einheitliches Parlament. Gemäß dem Beitrag sprach Viktor Orbán auch über Folgendes. Nur die ungarische Regierung habe auf die Migrationskrise in Europa im Einklang mit den Interessen des europäischen Christentums geantwortet. Die Programmreihe zum 30. Jubiläum der Grenzöffnung wurde in Berlin fortgesetzt. Der Malteser Hilfsdienst baute ein ähnliches Zelt auf, in welchem damals im Jahre 1989 die Flüchtlinge aus der DDR erwartet wurden. Offiziell tritt die Maßnahme am 1. September um 0 Uhr in die Kraft. Die Zehntausenden Ostdeutschen ermöglichte durch Österreich in die BDR zu gelangen. Vor 3 Jahrzehnten überquerten tausende DDR-Bürger sitzend in ihren Wartburg-Trabant- und Dacia-Autos die Grenze zu Österreich in euphorischer Stimmung. Fröhlich winkten sie den Grenzpolizisten zu, die sie bei Hejeshollum ohne Grenzkontrolle nach Österreich weiterfahren ließen. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums betonte der Präsident des Deutschen Bundestages bei einer Feier in der ungarischen Botschaft in Berlin, dass Ungarn 1989 mit diesem Akt ein ernsthaftes Risiko auf sich genommen habe, da man damals nicht wissen konnte, wie die aus 80.000 Soldaten bestehenden sowjetischen Besatzungskräfte reagieren würden. Die Ereignisse hätten den deutsch-ungarischen Beziehungen neue Dimensionen verliehen. Ungarische Dichter dürfen nach einer neuen Metapher für ihr Land suchen. Ungarn muss nicht mehr zwischen Ost und West pendeln. Das faire Land hat einen festen Platz mitten in Europa, sagte Wolfgang Schäuble in seiner feierlichen Rede. Inzwischen wurden die Feierlichkeiten auch in der Berliner Innenstadt fortgesetzt. Der Malteser Hilfsdienst baute in der Friedrichstraße ein ähnliches Zelt, in welchem sich damals die Flüchtlinge aus der DDR aufhielten und in welchem sie von den freiwilligen Helfern in Ungarn vor 30 Jahren betreut wurden. Auf dem deutsch-ungarischen Jugendforum, das zum 30. Jahrestag der Grenzöffnung veranstaltet wurde, sprach Justizministerin Judith Wolger über die engen historischen Beziehungen, welche die beiden Länder verbinden. Es ist sehr wichtig, dass wir die Einigkeit aufrechterhalten und einander als Mitglieder einer Gemeinschaft, die auf starken Nationalstaaten basiert, respektieren und dabei auch unsere Wurzeln nicht vergessen, sagte die Justizministerin. Die Vorsitzende des deutsch-ungarischen Jugendwerkes hob hervor, dass jedes Jahr solche Foren stattfinden würden. Die Veranstaltung sei jedoch 2019 gezielt auf den Jubiläumstag verlegt worden. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man zurückguckt, was ist damals passiert, und dann aber eben auch den Blick nach vorne richtet und guckt, was macht man aus dieser gemeinsamen Geschichte und diesen gemeinsamen Erfahrungen, sagte die Vorsitzende des Jugendwerks. Das Forum wurde 1991 auf Initiative der damaligen Regierungschefs Josef Antall und Helmut Kohl gegründet.
Mit den mediterranen Häusern, der alten Mühle und der Parklandschaft gehört die Umgebung des Malomsees in Topolca zu den romantischsten und stimmungsvollsten Orten Ungarns. Hier entspringt der Topolcer Bach, der bei Szigliget in den Plattensee mündet. Um den See herum finden Gäste stimmungsvolle Restaurants und Kaffeehäuser. Im Herbst werden am Seeufer zahlreiche Festivals mit reichem kulinarischem Angebot wie das Forellenfestival veranstaltet. Im Zentrum von Balaton, nicht weit vom Balatonufer auf der Egri-Promenade, ist das József Egri Gedenkmuseum. Der ungarische Maler, der am Anfang des 20. Jahrhunderts tätig war, war völlig besessen vom Plattensee. Er wird auch als Maler des Balatons genannt. Seine Werke zeigen den größten See Ungarns aus sämtlichen Perspektiven zu fast allen Tageszeiten. Seinen einzigartigen naturbezogenen Stil prägen unter anderem der Expressionismus und der Konstruktivismus. Im modernen Ausstellungsraum ist eine umfassende Sammlung seiner Werke zu besichtigen. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.